Ich möchte mich vorstellen, ich heiße Jan Blažek aus Bratislava, Slowakei, Mitglied des tschechisch-slowakischen Satclub CS und auch externer Mitarbeiter der Satellitenzeitschrift Telesatellit. Ich möchte hier meine Anlage vorstellen, die schon letztes Jahr im Januar vorgestellt worden ist in der Telesatellit-Ausgabe, aber da ich einige Teile meiner Anlage ausgetauscht habe, möchte ich Ihnen diese auf Video näher vorstellen. So sieht meine heutige Satellitenanlage aus. Ich benutze einen Receiver der Marke Storm SAT230LT, die Möglichkeit hat, mit Low Threshold Extension auch Dropouts von Programmen, die normalerweise ziemlich schwer zu erkennen sind, zu beseitigen. Der Receiver ist ausgestattet mit 250 Kanälen, hat wegen der Panda Stereo HiFi System natürlich zwei Eingänge für Q- und C-Band sowie auch die Möglichkeit, einen mechanischen Polarizer zu benutzen. Ich selbst benutze diesen Receiver zusammen mit einem Decoder, Marke Amstrad, den ich für Videocrypt Sky-Programme benutze. Die ganze Anlage ist an einen Spiegel der Größe 130 cm angeschlossen, natürlich Offset, einen Power-Mode des tschechischen Herstellers Femme. Diesen benutze ich zusammen mit einem Positionierer, einem Mauspositionierer, also einem kleinen manuellen Positionierer. Es ermöglicht, den Spiegel nach Osten und Westen zu drehen. Hersteller dieses Positionierers ist auch die tschechische Firma Femma. Es ist ein ziemlich kleiner Positionierer, so praktisch nur dieses Teil und noch ein Adapter. Es ermöglicht 30 Volt und 1 Ampere den Positionierern zu geben. Diese kann dann einen Motor steuern und dann zusammen mit dem Power Mode die Anlage dreht. So sieht dann der Adapter aus, den man für die Steuerung benutzt. Die Lösung ist ganz einfach und auch ganz billig. Es kostet zusammen ungefähr um die 25 Mark. Eine Satellitenanlage ermöglicht mir die Aussicht auf alle Satelliten von 41 Grad Ost bis zu 1 Grad West. Leider habe ich nicht die ganze Aussicht für alle Satelliten. Ich möchte aber meine Satellitenanlage mal umbauen und die Satelliten auf eine andere Stelle montieren. Zurzeit kann ich praktisch die meisten Programme im Q-Band in guter Qualität sehen und die, die in nicht so guter Qualität sind, kann ich mit der Low Threshold Extension etwas verbessern. Die größten Schwierigkeiten beraten mir zum Beispiel der Empfang von Turksat, wo die meisten Turkabin-Programme in schlechter Qualität sind. Auch die Low Threshold Extension kann da nicht sehr viel weiterhelfen. Die Programme werden zwar besser und die Qualität ist nicht so gut, dass man die Programme gut beobachten kann. Ich würde Ihnen auch diese Satellitenanlage von außen zeigen, aber leider habe ich zurzeit keinen Zugang zum Dach, wo mein Spiegel steht. Also so sieht der Empfang von Turksat bei mir aus. Das ist zum Beispiel Aeroshow. Die Dropouts, wie Sie sehen können, sind im ganzen Bild, da ich leider keine hundertprozentige Aussicht auf den Satelliten habe. Mit der Threshold Extension meines Receivers kann ich die Bildqualität etwas verbessern. Die Möglichkeit ist, 31 Stufen einzustellen, zum Beispiel in der 10. Stufe die Qualität langsam zu verbessern. Bis zu dem 15. ist es noch irgendwie qualitativ gut, aber dann die Qualität immer ständig schlimmer. In den extremen Werten ist natürlich der Threshold schon ziemlich empfindsam. Außer meinem Excel-Hobby habe ich noch eine weitere Interesse, zum Beispiel Sammeln von ByteDB-Schlüsseln. Beispiel dieser ist ein Premiere-Schlüssel, ein Muster sogar, eine Rarität, den ich vor 2 Jahren bekommen habe. Natürlich habe ich außer diesen auch viele andere, zum Beispiel diese. Also das sind die anderen Cards. Wie Sie gut sehen können, handelt es sich dabei um mehrere. Zum Beispiel diese sind Multi-Choice-Cards von den ersten Serien, wie zum Beispiel diese News Datacon. Mit den neuesten blauen
bis hin zu den klassischen ersten weißen Cards. Und Multi-Choice habe ich eine komplette Sammlung, also für Tschechei, Slowakei, Polen, Ungarn und so weiter. Auch Sky-Cards natürlich. Nicht alle, aber die meisten. Also von der Serie 3 bis 10, der Ausnahme von der Serie 8 natürlich. Natürlich auch skandinavische Schlüssel, diese Filmnet-Schlüssel, Norsat, Yasat oder zum Beispiel diese CTV-Schlüssel oder auch TV-Extra-Card für BBC. Aus meinen legalen Cards habe ich auch dieses Season Interface, also Hardware und Software für Dekodierung von VideoCrypt und LCrypt mit dem PC. Da braucht man eine Season Software und dieses Season Interface. Das ist praktisch eine Simulation der Card in der Code. Die Software praktisch kann den Chip, der normalerweise benutzt wird, ersetzen. Zurzeit kann man leider damit nur zwei VideoCrypt-Programme empfangen oder auch EverCrypt-Programme in der neuesten Version von Season. Ich habe dieses seit 2 Jahren benutzt. Zurzeit habe ich aber keinen Computer. Wenn Sie dieses Interface für Season haben, ist kein Problem es zu benutzen. Ganz praktisch auf der Stelle der Card hineinschieben. Und dann mit der entsprechenden Software in die Programme von Sky oder Orchid-Programme damit dekodiert. Sieht zwar ziemlich nach Hardware aus, aber ist auch billiger und einfacher zu benutzen. Zurzeit gibt es noch keine Software für Sky-Programme, leider nur für die 2 Programme in VideoCrypt. Es gibt natürlich auch Satellitenzeitschriften, zum Beispiel Zeldjob, slowakische Satellitenzeitschrift, die auch die Clubzeitschrift des Club CS ist. In Tschechei erscheint auch die Zeitschrift Satellit Plus, die einmal im Monat erscheint. Die Zeitschriften haben leider nur einen regionalen Charakter, so es handelt sich dabei nur für Zeitschriften, die für tschechische oder slowakische Interessierte interessant sind. Also es fehlt immer noch die Vertretung der Telesatellit für Tschechei und Slowakei. Bei der Telesatellit handelt es sich wirklich um eine internationale Zeitschrift. Deswegen werden auch in der nächsten Zeit Beiträge über die Satmessen in Ost- und Mitteleuropa erscheinen. Zum Beispiel in der Januar-Ausgabe schon ein Bericht über die Satmesse Satwech erschienen, die in Slowakei in Trnava stattgefunden hat. In der nächsten Ausgabe dann wird auch ein Bericht über die Satszene Tschechei und Slowakei erscheinen. Deswegen möchten wir von der Telesatellit-Redaktion auch Dealer für Tschechei und Slowakei finden, die Telesatellit-Distributoren werden. Also es gibt noch keine Distributoren, die offiziell Telesatellit vertreten würden. Slowakische Bürger können sich praktisch ein Abo von der Telesatellit nur über die ungarische Vertretung besorgen. Und in Tschechei gibt es leider noch überhaupt keine Vertretung der Telesatellit. Jetzt noch ein Wort an unsere Zuschauer in Tschechei und Slowakei. Dobrý večer, vážení diváci. Chtěl bych se vám představit, jmenuji se Jan Blažek z Bratislavy. Jsem externím spolupracovníkem satelitního časopisu Telesatellit. Když se jedná o internacionální časopis, chtěl bych redakci přiblížit se i svým čitatelům v České a Slovenské republice. Zatím se ale není oficiální zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku. Abonenti v České republiky si předplatné nemůžu oficiálně zabezpečit a abonenti ze Slovenska si můžu zabezpečit předplatné iba z distributorů v Maďarsku. Preto hľadám priamých dealerov telesatelitov pre Českú a Slovenskú republiku. Môžu to byť firmy, jednotlivci alebo satelitní nadšenci, ktorí by mali záujem, môžu sa priamo kontaktovať s redakciou telesatelitov. A kontaktná adresa bude uvedená na konci relácie Dr. Rišter. Pre všetkých tých, ktorí by sa chceli kontaktovať so mnou, môžu písať na následnú adresu, ktorá bude uvedená. Für all die, die mit mir Kontakt aufnehmen möchten, also DX, aus ganz Europa, können Deutsch oder Englisch oder Russisch schreiben, ist kein Problem. Meine Adresse ist diese. Meine Adresse ist Jan Blažek, Križna 30, 8107,
Bratislava, Slowakei. Moja adresa je Jan Blažek, Križna 30, 81107, Bratislava. My address is Jan Blažek, Križna Street 30, 81107, Bratislava, Slovakia. Grüße an Mitglieder des SAT-Club Job sowie an Mitglieder des SAT-Club CS. Ešte veľa pozdravov na všetkých členov SAT-Klubu CS, SAT-Klubu Job. Good SAT-DX.